Grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Item Shop Watches hier auf geeknews.de. Ich bespreche heute mit euch die zweite Woche der 9. Jahrestag Versorgungslieferung. Wie ihr bereits in der Grafik sehen könnt, werden wir heute einen Schwarzlöwengutschein für eine Rucksack- und Gleitschirmkombo erhalten, Schwarzlöwengutschein für Waffen, zwei Schwarzlöwentickets für Miniaturen. Viele von euch haben mich gefragt, ob es sich lohnt, dieses Paket zu kaufen. Wir sind momentan in Woche 2 und damit bei 2550 Edelsteinen, die dieses Paket kostet. Wenn man sich jetzt die Inhalte mal anguckt, ich habe für euch hier extra die gesamten 4 Wochen aufgelistet, so seht ihr, dass wir alleine in der dritten Woche zwei Auswahllizenzen bekommen. Das heißt, ihr könnt aus zwei Paketen jeweils ein Reittier euch aussuchen oder einen Skin für ein Reittier. Dazu kommen dann noch die 5 Schwarzlöwenschlüssel und natürlich die ganzen Sachen, die man aus den Schwarzlöwentruhen normalerweise nur herausbekommen würde. Wie etwa die garantierte Garderobenfreischaltung. Da sind die Werte natürlich schwer anzusetzen. Aber wenn man alleine die Sachen sieht, von denen wir wissen, wie viel sie kosten, Lizenzen, Schwarzlöwenschlüssel, dann würde sich das Paket allein schon lohnen. Sofern ihr sagt, oh ja, ich möchte gerne aus irgendeinem dieser Pakete diese Lizenzen herausbekommen. Auch die Kleidungssets, die Stühle, die wir uns aussuchen können, die haben variable Preise, aber das käme quasi noch on top drauf. Wenn ihr also alleine sagt, dass ihr euch Auswahllizenzen für Reittiere holen wollt, dann lohnt sich das Paket für euch auf jeden Fall. Wenn ihr euch bei dem Ganzen unsicher seid, dann guckt einfach im Video zu und schaut euch auch die nächsten Wochen an. Ich werde euch immer zeigen, was es zur Auswahl gibt, damit ihr eine bessere Einschätzung bekommt, ob es sich für euch lohnt. Je länger ihr wartet, desto teurer wird es allerdings. Der Rabatt ist momentan bei 15% und der wird in der vierten Woche ganz verschwinden. Dann wird das Paket 3000 Edelsteine kosten. Gehen wir also nun in-game. Wir gehen wieder auf die Post. Und hier haben wir die 9. Jahrestag Versorgungslieferung Woche 2. Diese holen wir uns ab. Und dann schauen wir uns das Ganze mal in Ruhe an. So, ich öffne das Paket. Und ihr seht, wir haben hier die Schwarzlöwentickets für Miniaturen. Da gucke ich mal, wenn wir die verwenden. Ah ja, sehr gut. Hier seht ihr schon die Auswahl. Die Miniaturen für ein Ticket. Das sind noch recht schlicht. Und sie steigern sich dann von Mal zu Mal. Dann bekommt man auch schon für 2 einen Eisbären oder ein Eiselementar. Weiter runter werden die Tiere natürlich immer seltener, aber dafür auch immer teurer. Hier haben wir zum Beispiel schon mal, meine Vorschau starten, ein Flammcha. Eisbrutquaggan haben wir natürlich auch dabei. Und so werden sie immer teurer. Besonders hier auch möchte ich hervorheben den kleinen Wolpertinger. Der ist immer wieder süß. Wir gehen die weiteren Register durch. Denn ihr seht, das Ganze wiederholt sich immer. Die ganzen Minis kamen nach und nach hinzu. Und ihr könnt sie euch nach und nach sammeln. Je nachdem, wie viele von diesen Tickets ihr halt bekommt. Und die kriegt ihr nur aus Schwarzlöwentruhen. Die könnt ihr sonst nicht kaufen. Jetzt alle Miniaturen euch zu zeigen, ging ein bisschen zu weit. Später werdet ihr dann sehen, dass hier auch prominente Personen als Miniatur vorkommen, wie zum Beispiel Braham. Und auch diese können euch begleiten. Allerdings seid ihr da schon bei 10 Tickets, die ihr sammeln müsst. 2 haben wir bekommen. Wenn wir sogar einen verdorbenen Turn haben wollen, bräuchten wir ganze 20 Tickets. Das heißt, ihr müsstet euch noch ganz viele Truhen dazu kaufen. Schauen wir uns als nächstes den Schwarzlöwengutschein für Rucksack- und Gleitschirmkombos an. Auch hier gehe ich in die Vorschau. Und da seht ihr sämtliche Gleitschirme, die es zur Auswahl gab, die halt gleichzeitig auch ein Rückengegenstand sind. Und auch die können wir uns in der Vorschau immer wieder schön betrachten. Wir haben Flügel in verschiedenen Formen. Und wenn ihr da sagt, ah, da war schon immer ein Gleitschirm dabei, den ich unbedingt haben wollte, wo ich aber nicht darauf warten wollte, dass ich den zufällig aus einer Schwarzlöwentruhe bekomme,
beziehungsweise im Edelsteinshop kaufen muss, dann ist das hier eine sehr gute Wahl für euch. Ich zeige euch jetzt nur eine kleine Auswahl, denn wirklich alle durchzugehen würde nun wirklich zu lang dauern. Aber auch hier diese Flügel mit den Herz, oh, die sind wunderschön. Ja, und auch zu Feiertagen gab es immer mal wieder Rucksack- und Gleitschirm-Kombos, die auch in diesem Paket enthalten sind. Schauen wir uns als nächstes den Schwarzlimm-Gutschein für die Waffen an. Hier gehe ich auch in die Vorschau. Und ihr seht, dass wir hier viele ikonische Waffen haben. So haben wir zum einen das Großschwert von Belinda Delacroix. Das hatte ja Marjorie geerbt, als ihre Schwester gestorben ist. Wir kennen das noch aus der lebendigen Welt. Genauso den Dolch von Fürst Fahren. Den mussten wir trotz seines Dolches des Öfteren retten. Aber wir haben hier auch weitere ikonische Waffen. Zum Beispiel die Pistole von Gaudecus, mit der er seine eigene Tochter erschossen hat. Ihr seht hier auch den Blutstein, der in der Munition enthalten ist und aufglüht. Immer wieder sehr schön. Noch weitere. Natürlich haben wir auch, wo haben wir ihn denn? Da ist zum Beispiel Ers Langbogen. Mit einer wunderschönen Feuerverzauberung. Also ihr seht, hier ist eine Auswahl an Waffen, die es sonst im Edelsteinshop zu kaufen gibt. Gut, ich hoffe, ich konnte euch einen ersten Eindruck vermitteln von diesem Paket und euch ein paar wichtige Informationen liefern, ob sich das Paket für euch lohnt oder nicht. Und bis zum nächsten Mal.